Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Lukas spielt gegen andere Spieler. Ja, Lukas spielt. Ich werde minimal kommentieren. Ich werde es mir ein bisschen gemütlich machen. Mal schauen, vielleicht hole ich mir noch was Kleines zu knabbern. Und ja, es wird schön. Der eine heißt dumm. Okay. Ah, der hat sich nur so genannt. Sein echter Name ist Durbin. Ne, Durbi 121 IM. Ui, okay, oh, hier geht jemand schon auf Reisen. Oh, hier gehen zwei sogar auf Reisen. Hä? Wieso habe ich 1000 Eisen? Okay. Ja gut, hier, der geht jetzt zurück zur Base. Soll ich das nutzen, das Eisen? Nee, schmeiß weg. Also 100. Ja, aber wie soll ich 1000 Eis wegschmalzen? Hm. Ich spring einfach ins Void. Ja, du hast halt dein Bett. Also ich könnte wetten, mache ich aber nicht, weil Sicherheit geht vor. Aber Lukas, das war das einzigste Mal, dass Lukas stirbt. Lukas. Und ja. Hier, der eine da hat schon gemerkt, yo, Flucht ist eine gute Option. So, und jetzt sind die hier in ihrer Base. Und der eine ab. Boah, ich habe auch gerade herausgefunden, ich muss nicht in meinem Team sein, um mir Sachen zu spawnen. Ich kann das auch mit /Command-System machen. Ja, moin. Ich kann mir jedes Item spawnen, wenn ich will. Cool. Mache ich noch nicht, aber vielleicht später. Soll ich dir sagen, wieso? Hm. Der Typ faked, dass er Geburtstag hat. Der sagt nur, dass er Geburtstag hat, um dann gerade das Kind zu bekommen. Hm. Ey, du bist deutsch. Soll ich ihm mal antworten? Ja. Du offensichtlich. Dich. So. Ich schicke dem auch eine Freundschaftsanfrage, falls sie gewinnen. So, du offensichtlich nicht. Punkt. So, ich lasse heute hier mal den Deutschlehrer raushängen. Ach, Russian. Oder? Ja, die machen so einen. Ja, gut, das ist typisch Lukas, Leute. Der ja, guck dir das an. Guck dir das an. Hä? Oh, geil. Geht das Bett holen. Ey, ich gebe Newton und geh Tryout, okay? Ich will nicht verstanden. Nee, warte, Bett. Großes. Du kannst ruhig noch reden. Ich mag das. Ja, ne? Wenn du kommst. Großes Bett. Ja, Alter. Ja, aber Alter kann er gut schreiben, ne? Ist ja klein. Also er hat jetzt auch keinen Satz geschrieben. Leute, ich lasse einfach mal in der Runde so den Deutschlehrer raushängen. Als Deutschlehrer werde ich mich mal jetzt nicht ausgeben. Wäre an sich ja auch ganz lustig. Aber ich weiß jetzt nicht, ne? Ich habe auch nichts studiert in der Richtung. Ich weiß, wird euch wundern. Ich bin 14 und habe noch gar nichts studiert. Geht ja überhaupt nicht. Gut. Aber wir können ja so ein bisschen, ne, Rechtschreibfehler kann man ja im Chat korrigieren. Ey, no way, Feuer. Was denn?
Ja, du weißt ja, man kann so auch Leute privat auf Roblox anschreiben, ne? Ja. Wenn man so in Chat slash W und dann den Namen schreibt. Der hat mir gerade so geschrieben, gib mir bitte ein Kit, sonst bist du tot im echten Leben. Also, der nicht genau so, aber er hat geschrieben, sonst werde ich dich suchen. Ey, der will, der zwingt mich, ihm ein Kit zu geben. Welcher? Wer? Der Typ, der so komisch aussieht, mit dem Bandana und so. Hier, Feuerball. Und der ist tot. Den Typen meinte ich. Okay, zu den anderen. Kein Kit für mich und dich. Wir werden verlieren. Ja, kein Kit für mich und dich. Ja, ich würde sagen, du gibst denen keine HP, ne? Also wenn die dich Und hol mal runterschlagen. jetzt. Weißt du was? Ich wollte nicht sein, aber weißt du was jetzt nur? Okay. Also man findet hier bei Bad Wars wirklich Leute manchmal, die sind, also nicht alle, aber zum Teil, na gut, auf öffentlichen Servern generell. Nee. Das war halt unfair. 2v1 die ganze Zeit. Na und halt diese Drohnen. Ja, der hat mich halt ohne Witz bedroht. Warte, kannst du mir auf WhatsApp ein Bild schicken? Nee, ich habe jetzt kein Bild gemacht. Ich Also. wollte gerade eins machen, aber dann war er mir schon weg. Aber ohne Witz, nach dem, was der geschrieben hat, nee. Also der hat mich verdammt nochmal angedroht. Na gut, findest du jetzt noch einen? Jetzt schreibt er auch nur mit ganz vielen Fragezeichen, Itze kann ich Kit. Also wenn jemand drohen tut. Also ich verstehe, wenn er nur normal ohne Bombi-One einfach nett gibt. Aber wenn er dann mich androht Ja. und dann auch so kommt. Nee. Hat der andere dich Ich block die jetzt angeschrieben? einfach, dann sehe ich ihre Nacht. Hallo, ja? Was ist? Du hast gerade doch irgendwas gesagt. Na, hat der andere dich bedroht? Nee, oder? Beide. Also beide, ja gut. Ja, der schreit dann. Warte, ich hatte auch Instant Kids. Ich sag aber in Wedernwerk. Okay, Finn. Die laufen bei mir ein paar auf der Stelle. Hä? Genau. Egal. Guck mal, ob du ein. Ach ja, gut. Kann der nicht gewonnen schreiben oder warum hat er dann eins? Gut, der eine, der will noch mal. Ich ist ein Narrissen, der sowieso nicht. Also der hat geschrieben, ich hab doch gewonnen. Ey, der scammt. Das Lustige ist, juckt halt niemanden. Doch einer hat echt geschrieben, habe letzte Runde gewonnen. Und habe kein Key.
Okay, Kit kann da nicht mehr schreiben. Die eine schreibt, was kennst du? Von was redest du? Hey, du kannst auch ruhig sagen, dass er dich bedroht hatte und dass du ihm jetzt einfach kein Kit mehr geben willst. Ja, das habe ich hier auch jetzt privat geschrieben. Achso, gut. Joinst du? Ich habe dich eingeladen. Oh ja, warte. Wenn du scammst. Ist safe, arbeiten die zusammen. Ja, wir werden gucken, ne? Also wenn die dir auf privat nichts schreiben tut. Guckst du? Ja, ich guck. Okay, du stehst im Generator, sie auch. Ein sicher, also. Ja, schaust du. Und sie hat sich. Ja, okay. Sie baut gerade ihr Bett ein. Sie cheatet. Die ganze Zeit denkt die, dass er cheatet, weil der eine mich bedroht hat und jetzt das sagt. Also das halt gesagt hat. So schieß dann, ich geb dir doch keinen Kit, wenn du mich bedrohst, Bro. Ja. So. Oh, die macht einen so schlauen Move, oder? Ja, sie hat. Sie wollte sich jetzt darüber. Die wollte sich gerade zu den Diamanten bauen, was das so schlau ist. Und jetzt rennt sie weg. Ey, die rennt zu meiner Base. Was machst du, du Barbo? Was willst du bei meiner Base? Bist du wie nervig, so eine direktes. Ey, das erste, was sie macht, nichts können und wegrennen. Die nächste Runde macht, glaube ich, mal Lucky Blocks. Und stimmt, wir hatten noch nie so eine Runde in Lucky Blocks. Hä? Die? Man kann keine drei Blöcke hochspringen, die ist aber gerade drei hochgesprungen. Ups. Warte kurz, ich beobachte die mal jetzt die ganze Zeit. Ah ja. Jetzt war es noch einfach nur ein Bug. Also, auf mich wirkt es jetzt so, als ob sie ganz normal spielt. Ey, Feuer? Ja. Guck mal zu mir, okay? Ja, warte. Ist das in meiner Hand? Ui. Ja, was ist das?
Ich bin der Void Regent. Das ist wie dieser Jade Hammer in Kratz. Okay. Okay, sie hat das Spiel auf jeden Fall noch nicht so oft gespielt. Mann. Ja gut, ist halt. Guck, wie die ganze. Ich würde schreiben jetzt einfach Frau. So, okay, ich guck nach was hin. Okay, sie geht auf Smaragde. Können Smaragde auch die spawnen? Nö. Aber es können maximal nur 3 drin spawnen. Okay. Ne, weil sie hatte gerade. Ey, Feuer? Ja. Ich gebe mal kurz ein Angebot. Okay. Was für ein Angebot? Warte. Was nicht wirklich. Wie ein Deal. Ja, was hast denn du jetzt für ein Angebot? Ich habe jetzt geschrieben, wenn ich mir Jade Hammer spawnen darf, gebe ich dir 300 HP. Okay, sie hat okay geschrieben. Okay, ich mache ihre HP 300. Okay. So, und jetzt guck mal. Ja, guck mal zu mir, okay? Ja. Boing, boing! Ja, moin. Oh, verdammt, die hat eine Rüstung! Oh. Ja, okay, sie kann keine 3 Blöcke rüsten. Ich nicht weg kann. Boom, boom. Ja, Lukas, sie hat... Ja, Lukas, sie hackt nicht. Das war vorhin wirklich nur ein Bug. Sie wollte gerade wieder 3 Blöcke hochspringen, hat es aber nicht geschafft. Okay. Ui. Oh, die hat Dia-Rüstung. Warte, wie hat die Dia-Rüstung, wenn ich die ganze Zeit die Emeralds gekriegt habe? Wie viel kostet die Dia-Rüstung? 8 Emeralds. Ja, das kann schon hinkommen. Sie hat schon die ganze Zeit hier Emeralds gefarmt. Hat die auch zum Teil, wo du vorhin die angreifen wolltest, hat sie die schnell hinter ihrem Shop geschmissen. Also 8 Emeralds ist realistisch. Dass sie die zusammen hat. Ja, aber wirklich 2K gerade, ne? Hm. Oha. Ah. Siehst du, wie schnell ich bin, ey? Guck mal, mit Ansage, ich gehe zum Diamantgenerator. Ja, moin. Die hat mir gerade privat geschrieben. Ach nee, doch nicht. Ich dachte gerade. Ah! Man hat so ein bisschen gesehen, wie du runtergefallen bist. Ah, du hast dein Bett auch eingebaut. Naja, sicher, sicher. So schnell durch die Map springen, ey.
Okay, sie farmt hier gerade Emeraldus. Und was macht Lukas eigentlich? Der steht rum, das ist doch auch gut. Ja. Das zu gewinnen wird halt schwer, weil ich dachte, sie kriegt noch Eisen oder Lederarmor. Aber da sie jetzt nicht die hat, könnte es schwer werden. Ich glaube, 300 HP war zu viel. Bro, was mach ich? Und sie rennt. Ah ne, sie farmt weiterhin ihre Emeraldus. Also ich weiß nicht, auf mich wirkt sie nicht so, als hätte sie das schon oft gespielt. Oh! 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 Ich hab sie runtergeschlagen mit meinen Hammern! Also ich muss sagen, auf mich wirkt sie nicht so, als ob sie das schon oft gespielt hat, weil sie hat vorhin die Gems, die sie ja eigentlich in ihre Kisten tun kann. Oder nee, warte, hat man hier überhaupt Kisten? Nee. Was ist? Blue Teams hat. Hä? Ach, Lukas Internet ist wieder abgeschmiert. Das ist jetzt blöd, weil dadurch hat Lukas gewonnen. Und jetzt denkt sie bestimmt, er hat gescammt. Oh, das ist... Lukas, hey, was passiert? Dein Internet ist abgeschmiert und du hast gewonnen, quasi. Nein. Nee, forder sie nochmal heraus, war nicht fair. Ja, aber sie ist doch auch rausgeflogen oder so. Ja, aber sie schreibt jetzt Scammer. Du kannst ja sagen, yo, mein Internet ist abgeschmiert. Wir können noch mal eine Runde versuchen. Weißt du, weil wir wissen... Johnny wieder, warte. Ja. Ach, ist sie in unserer Lobby? Ja, die ist in unserer Lobby. Die hat gut, schon okay. Geschrieben. Schreib ja einfach, yo. Nochmal. Also, weil das ist sonst blöd. Schreib ihr, sie darf, du kannst sie nochmal, sie darf nochmal antreten. Weil das sonst halt blöd. Mein WLAN ist abgestürzt, jetzt tut die so, ja, ich wurde gekickt. Ich hab ja nicht mehr ihn gekickt. Und sowas ist dann halt schwierig, wenn man solche Sachen halt macht. Naturlast. Hä? Letzte, okay. Ja, ich würde sagen, nächste Runde. Wir geben mir noch mal eine Chance, ne? Ja, ist mein Lucky Block. Genau. Das war's jetzt mit der Runde. Schaut euch gerne den nächsten Teil an. Bis dann. Tschüss.